Au, 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 au. Es hört nicht auf! Diese Lamas. Ich fände es aber konsequenter, wenn man die Lamas wegkicken würde. Kickt man ja auch. Also die kickst du, kannst du wegkleten, oder nicht? Doch, die fliegen weg. Nee, die werden einfach unsichtbar, sobald sie irgendwie dich berühren. Oder muss ich da irgendwo ein Häkchen machen in Optionen Lama Violence oder so? Ich glaube, ich habe schon mal Lama wegfliegen sehen auch. Jetzt, Mädchen, steh doch mal auf jetzt wieder. Du musst doch mal wieder mitmachen hier. Ist eine Schlägerei und du kommst hier mit Messern und Schwertern und Pistolen. Ja, du kommst da mit Flügeln und Lasern. Ich weiß nicht. Diskriminierst du jetzt die Vogelmenschen oder was? Gut. Also, Jon ist ein echt guter Char. Ja. Ah, oh, der olle Sack, ey. Mit seinem blöden Low-Ulti. Die ist so gut. Erstmal selber auch wieder reinkommen. Geht mir auch so. Ah, schade. Au, 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 au. Und RIP. Gibt's denn Möglichkeiten, aus diesen Sachen rauszukommen? Nein, wenn du drinnen bist, nicht. Du musst wirklich schauen, also ich mache auch eine ruhige Minute gleich. Oh, jawohl. Ah, das ist gerade. Nee. Oh! Bon appétit. Ach, siehst du jetzt diese ganzen Dingensmodus und sowas habe ich jetzt auch gar nicht. Ja. Wow. Oh, fuck. Ich kann mit der eigentlich auch so einen String, aber. Nope. Ah, weißt du, was da kommt? Ja. Ah, da reagiert er sogar. Bon appétit. Also, wenn wir gleich mal irgendwie ein, zwei Runden Luft haben, also wenn wir gleich das nächste Match und wir haben jetzt ein BO3, dann kann ich dir so sagen, was für mich so das Wichtigste ist, wo ich vorher nicht drauf geachtet hatte. Also das machen wir gleich nach dem BO3 einmal kurz. Oh. Oh, Mann. Das ist immer so, ich bin immer so überrascht, wenn es dann... Oh. Jetzt reicht's aber auch, Chagas. Schöner Konter. Bon appétit. Also was mir komplett fehlt bei Tekken, ist zu sehen, wo die Fenster sind zwischen den ganzen Sachen. Ja, habe ich überhaupt gar nicht. Das wirkt für mich so wie ein langes Ding. Ach, Mann. Okay, Shuggles. Nee. Oh, ich muss mehr drücken, wenn einer grabbt. Das ist wirklich, man muss eigentlich nur so eine Angriffstaste drücken, ne? Bon appétit! Ah, dieses Ding, dass das low kommt, ist halt so dreckig. Boah, der ist so gut, ne? Du kannst den ja auch wirklich auf Range machen. Das ist so ein guter Angriff. Boah! Au, 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 au! Es hört nicht auf! Oh! Oh!
Warte mal, da konnte ich gerade nichts machen? Dann kommt noch an, in welche Richtung du rollst beim Aufstehen. Ach, komm schon! Das Ding ist halt, so dieses mich konzentrieren, wann kann ich eventuell mal wieder was machen und dann... Oh, die Fenster sind gefühlt so klein. Oh. Ich hab die Tasten vertauscht gehabt, ich hab grad Quatsch gedrückt. Was ja, das Wichtigste für mich ist, du musst halt diese Launcher, ne, das, was ja eigentlich Tekken ausmacht, jemand in die Luft schlagen und dann Kombon. Das Schnellste, was es gibt, ist 14 Frames. Der Durchschnitt hat 15 Frames, zum Beispiel unten rechts 2 oder so. Also alle Launcher, der schnellste Launcher im Spiel hat 14 Frames. Und was ich mir angewöhnt hatte, ist, ich habe im Trainingsmodus mal geguckt, alles, was ich so raushauen kann, so zum Poken, was hat davon alles unter 14 Frames Recovery? Damit du halt nicht hart punished wirst, weißt du? Und auch drauf achten, wenn du zum Beispiel was machst, als du diesen Drehkick gemacht hast unten. Ich weiß, dass wenn ich den blocke, dann kann ich dich launchen, weil das mehr als 14 Frames hat. Und das ist so das, wo ich am Anfang am meisten drauf geachtet hatte. Also nur so ein paar Sachen. Ich kenne nicht die Frames von allen, aber es reicht ja schon, wenn ich ein bisschen was kenne. Von jedem Char. Bon Appetit. Das war zum Beispiel ein anderer. Boah. Oh. Okay, das war mein dieser Weiße, der so ein bisschen Hyper Armor hat. Oh, scheiße. Das meine ich, wenn ich habe auch reichweitentechnisch überhaupt keine Ahnung. Einfach mal so vor mir ins Leere getreten. Oh Mann. Dispersion. Aber schnelle Moves. Denk mal so zum Beispiel. Der hier ist instant, aber. Der ist aber schon gut. Hä, was war das? War das ein Counter-Hit? Auch ein Counter. Jetzt versuchen wir mal die Combo. Ah, schade. Der ging noch weiter. Was warst du denn? Da war ich. Was ist denn das für ein Drecksding? Du bist halt überhaupt nicht treffbar in dem Moment. Ja, du musst blocken. Oh, du kannst mich trotzdem auch aus der Luft schlagen, wenn ich daherkomme, ja. Diese Follow-Ups, die du immer hast, diese Magic-Follow-Ups sind so crazy, ey. Oh, das ist gut, muss ich mal merken, wenn einer am Boden ist. Shutotia. Jen spielt zum Beispiel so einen totalen Spam-Charakter. Lilly? Ja, genau. Das. Lilly ist auch, weil Lilly sehr viele. Oh! Sehr viele Lows hat. Autsch. Oh, da hat er mich rausgehauen. Oh, da kommt er angeflogen. Ah, das ist auch so ein Ding, ey. Dieses One-Button-Ulti-Ding, was auch noch irgendwie einen Hit absorbiert. Ja, da musst du echt oft baiten. Wenn einer Ulti hat, musst du rennst auf mich zu und drückst nix oder so. Das funktioniert dann wieder ganz gut.
Diese Lamas. Ich fände es aber konsequenter, wenn man die Lamas wegkicken würde. Kickt man ja auch. Also die kickst, nee, du kannst du wegkleten, oder nicht? Doch, die fliegen weg. Nee, die werden einfach unsichtbar, sobald sie irgendwie dich berühren. Oder muss ich da irgendwo ein Häkchen machen in Optionen Lama, nee, aber Violence, ich glaube, ich habe schon mal Lama wegfliegen sehen auch. Deine Special-Angriffe, immer wenn dieser goldene Schimmer kommt, verlierst du HP, aber du heilst auch wieder HP irgendwo. Ach, solange das beim Gegner irgendwie mehr Schaden macht. Explosion! Oh, dieser, ich denke mal, da kommt irgendwas Cooles. Dann macht sie bloß so einen Stummeltritt. Es ist aber Mocket hier. Au. Oh. Knapp, knapp. Fieses Ding. Das, boah, du hast mir schon so viel Leben. Ich habe einen halben Balken schon verloren. Au, 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 au. Oh, dieses Scheiße. Nicht gut. Alter, wie lange sie da einfach beömmelt rumsteht. Du bist gegen die Wand geflogen, ja. Das ist aber schon nicht schlecht, also schon gut. Ich mach mal einen Kacktritt. Jetzt, Mädchen, steh doch mal auf jetzt wieder, du musst doch mal wieder mitmachen hier. Hä? Das war immer noch eine Kombo. Du konntest ja eben, das ja. Ist so, ach, das ist so Tekken, ey. Aber Victor hat auch mit die längsten Kombos am Anfang. Oh! Noch nö! Da ist hier der Kacklauncher! Explosion am Arsch! Ja, wenn du es blockst, hat das einen Vorteil. Selber down. Wieso? Also wichtig ist scheinbar wirklich den schnellen Poke immer bereit zu haben fürs Dazwischenhauen, ne? Ja, ja. Nein! Oh, ja, Explosion! Nein, 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 wieso? Oh, schön, schön, schön. Schön in die Leistengegend gepatscht. Terste fragt gerade, gibt's noch Eddie? Kommt jetzt als erster DLC. Ach, weiß man schon Reihenfolge? Also, oder nee, nur Eddie weiß man. Eddie ist bekannt. Ich glaube, in Tekken 7 war Eddie auch DLC. Oh, Jin ist so gut geworden, ne? Die haben den so krass vereinfacht. Die haben sau viele Moves von ihm gecancelt und der ist super einsteigerfreundlich jetzt und mega gut. Ich wollte mir den sogar heute auch angucken. Bam, bam, der Klassiker. Explosion! Das ist fies. Das Ding hat so übel Reichweite. Ja, er ist schon groß. That's what he said. Oh nee, da war ja ein Launcher.
Au, aua, ja, okay, ich hab verstanden. Oh. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wann man das safe machen kann. Wie schnell? Ja, das wie ist schnell schon, ist dieser Move? Der ist extra dafür da. Muss ja gar nicht ausholen. Round three. Fight. Das ist der. Ja, egal, was du machen willst, ich mach's schneller. Oh. Das ist auch ein Messer, ne? Ja. Das ist eine Schlägerei, du kommst hier mit Messern und Schwertern und Pistolen. Ja, du kommst da mit Flügeln und Lasern. Ich weiß nicht. Diskriminierst du jetzt die Vogelmenschen oder was? Oh, ich glaube, ich habe Tekken 3 Musik angeschaltet. Kann sein, dass die Musik da ein bisschen wild gerade ist. Launcher. Oh. Gut, dass man dich doch noch so ein bisschen aus der Luft holen kann mit bestimmten Sachen. Au. Ah, ich glaube, das, was ich davor habe, geht nicht. Will mal schauen, was ich dann mache. Schöner Hopkick. Au, 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 au! Uiuiui. Dieses Liegenbleiben ist auch einfach mal ein guter Move manchmal. Nein! Ach komm, das war's wieder, oder? Au! Das war Knie im Gesicht. Oh. War das ein Wurf, normaler? Ja. Oh, das war richtig dumm. Ich sieht nicht gut aus, die Runde für mich. Oh Gott, übel. Round 4. Fight. Ups, das war nicht geplant. Aua. Au, ja, ja, immer schön mit dem Rücken in die Lava. Oh oh. Nee, da erst hab mal, ich. Erstmal in die Stance. Denke mal nicht dran. Ah, es hört nicht auf. Ich sehe gar nichts mehr. Ah, hab gehofft, du blockst unten. Oh, schön drüber geschwungen. Oh. Ja, wir kämpfen hier auf einer sehr wilden Stage. Oh, nee. Oh, der Hopkick. Ach Mann, ich denke mal nicht dran, dass ich danach meine. Au, 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 au. Alter, was ist das für ein Ding?
Nee, das wird wohl nix. Scheiße. Tashi gucke ich mir später an. Der hat nämlich gerade bei mir geschrieben, er hätte einen Doc, wo man alle Victor kommen muss. Bei mir sind eher die Frames. Also brauche eher, was ist safe, was nicht. Weil 2-2 ist zum Beispiel unsafe. Das ist sehr komisch. Da muss ich echt aufpassen. Das ist nicht safe on Block. Das ist meine normale. Oh, wieso hat er an der daneben gehauen? Oh, dass du danach in den Hopkick gehst. Du greifst zweimal low an. Oh, fuck. Mehr Spam. Bon Appetit. Gut, der Launcher gerade. War das ein Aufsteh-Launcher? Ja, genau. Alter, der ist so drecksschnell. Der ist so böse, ja, ja. Ach so, das war sein ja. Okay. Oh, das ist fies, ey. Wow. Oh, du hast ihn geblockt. Du hast ihn unten geblockt, das war crazy. Ja, total mit Absicht. Oh, deine Faust sah ein bisschen besser. Zum Beispiel dein Hopkick, wenn ich den blocke, ich glaube, der hat relativ viel Recovery Time. Oh, oh, gutes Spacing. Ja, da kam wieder der Hopkick. Der gehört da gar nicht dazu. Das ist mein Special, mein Shaggy Special Deluxe. Aber den hast du jetzt auch durchschaut. Oh. Der ist immer überall. So, das bei Tekken gibt es immer diese paar Charaktere, die deswegen nerven, weil die immer irgendwo sind. Entweder liegen sie auf dem Boden rum oder sind zu klein oder machen ständig Saltos und man trifft sie nicht. Ich bin mal gespannt, welchen Char ich mir noch angucke, wenn wir hier fertig sind. Ich wollte mir auch Klin angucken, aber Azucena interessiert mich auch sehr. Die Kaffee-Lady. Das ist der Aufstell-Launcher, da musst du wirklich abwarten. Das, also ich mache es auch extra so. Also, wenn der Move, wenn ich den Move hier mache, diesen Sweep, den, dann, ne? Aha. Musst du stehend blocken. Wie ist denn Packen in dem Spiel überhaupt? Na normal, wie bei Street Fighter. Achso, ist ja kein Controller-Mensch. Nee, es gibt zwei Arten von Packen. Es gibt mit einem Arm Packen, musst du nur einen Knopf drücken, aber es gibt auch diese Grab-Moves, wo du beide Arme nutzen musst. Vor und die beiden Schlagdinger sind das, glaube ich. Oder schräg nach oben und die beiden Schlag... Ja, schräg nach oben. Schräg nach oben? Ja, schräg nach oben und die beiden Schlagtasten. Whip. Whip. Ah, danke. Ja, das hilft. Mal testen. Ja, den habe ich gesucht. Schick. Vielen Dank. Oh, das wäre ich nicht immer. Alles ist immer zu kurz, meine Gäste. Ah, ich hasse ihn! Bon Appetit. Das ist der schlechteste Parry. Ah, hier, guck mal, das ist meiner. Okay. Der ist nicht ganz so fancy. Ja. Ist auch so ein Alter, ne? Aber auch fancy. Aber es. Ach, krass, du hast mich rausgegriffen aus dem, ja, aus dem Heat-Aktivierungsding. Na? Jin eigentlich irgendwelche tiefen Dinger? Nee, ne? Du hast auch einen Hells-Sweep. Also du kannst auch low an. Und du hast deine Standing-Target-Kombo, oh, zweimal Mann. Low macht. Aber sowas wie Guardbreak gibt's nicht, dass wenn du zu viel blockst oder so. Dass nein, nein, nein. Oh, oh.
Ja, nee. Oh, oh, und dann ist wieder vorbei. Mann. Was ist denn das mit der Pistole, wo ich dann so gestunt bin? Was ist das für eine Art Move? Du machst manchmal so, schießt einfach mit deiner Pistole und dann bin ich gestunt und dann kannst du. Das sind die Moves, wenn du was drückst, dann kommen die erst raus. Das hier, pass auf, warte. Dieser Kick, mhm, der macht nix, wenn du einfach nur getroffen wirst. Aber wenn du gerade einen Angriff machen willst, dann kommen die Schüsse. Genau wie der. Der kommt dann automatisch, oder ja, was? Genau, ja, genau. Das ist der Counter-Hit-Effekt. Das ist der, wenn du nichts drückst, und würdest, hättest du was gedrückt, hätte ich dich gekontert. Also wenn es mal passiert, ne, dann weißt du, dann kommt dieser Stun. Okay. Also einfach nur, also Guard Break, also die, wie bei Street Fighter auch, diese Special Abilities. Mhm. So wie der. Das würde auch nur passieren, weil du was gemacht hast. Ich mach dummerweise sehr oft was. Ich siehst ja, ich habe bei ihm ganz oft noch Situationen, wo ich irgendwie eine Gelegenheit hätte und da nichts draus machen kann. Au. Hat Jin diesen Brummkeisekick? Doch, er hat diesen Hellsweep da auch. Aber die haben den schon hart reduziert. Das ist jetzt ein Einsteiger-Charakter. Brummkeisekick? Ich weiß nicht, ob das ist, ob das gemeint ist, was ich glaube, aber Kazuya hat so ein Ding noch. Er hat den, glaube ich, nicht mehr, diesen komischen Oldschool. Tages. Ja. Bon appétit. Du? Ich hasse. Ja, okay. Du weißt nach deinem Sweep kommt der Launcher. Ich merk's mir. Ja, ich merk mir das. Nach dem Sweep. Mann, über dieses Logo. Der klingt ganz furchtbar. Kannst du noch einen Charakter? Leider noch nicht. Ich kann einen anderen nehmen. Also ich kann einfach einen nehmen, aber. Nein, wenn du jetzt, wenn du mit Buttons. Keinem irgendwie geübt hast, will ich dich jetzt auch nicht nötigen, was anderes zu nehmen. Aber ich bin mal gespannt, wie man performt gegen. Ja, ich kann einen, dafür muss ich Return to the Lounge. Safina ist tot genervt. Maoki auf dem High-End Pro-Level. Ja, also, weiß nicht, ob du dich da einordnest. Also, alle Safina-Spieler sind absolut unzufrieden mit Safina, wie sie jetzt ist. Super viele Moves von ihr wurden gestrichen. Der Char hat mehr Schwächen als halt momentan Stärken. So. Also der Char ist momentan absolut low hier. Cool ist er aber trotzdem. Hä? Hat er keinen Down-Forward-2-Launcher? Interessant. Weißt du, wie du musst schräg hoch und treten, der hier. Ja, aber Hopkick hat auf jeden Fall mehr als, also der ist nicht safe. Oh. Autsch. Oh. Oh. Oh, Scheiße. Ey, teilweise gibt's diese Zeitlupendinger und beide hauen aneinander vorbei. Das ist... Ah, da war das. Aber wie gehe ich weiter jetzt? Ja, immerhin. Ein Anfang, ein Opening. Oh, ist aber schnell und hat Reichweite. Fight. Wer ist das überhaupt? Ach, Jun, was ist das für ein Outfit, Chagas? Das ist mein Lydia-Kompensations-Outfit. Aber man hat erstaunlich wenig Optionen. Beim Anziehen von den Charakteren. Ja, das stimmt, aber da werden bestimmt noch Klamotten ohne Ende kommen. Wie geht der Dive-Kick, Chat? Der Dive-Kick, der plus 6 on Block ist. Der ist geil, das ist wirklich. War gar nicht so schwer. Weißt du, wie du in deine Stance kommst, um den Quatsch zu machen? Ich weiß nur, wie ich meine Stance komme aus einem Move, nicht wie ich standardmäßig in meine Stance komme. Mit den beiden Kicktasten nach hinten. Okay. Oder nach vorne, glaube ich. Mit beiden macht der so ein Ding. Weil du hast ja Electric auf Button, ne? Du musst ja den Electric mit ihm nicht mal mehr machen, richtig. Ja, das und nach hinten geht auch. Warte, ich muss nur gucken, wo ich... Das ist aber nicht die Stance, die ich meine. Er hat noch eine. Nach hinten geht nicht?
eine andere. Es ist nicht die Devil's Dance. Ich meine die, wo seine Augen rot leuchten. Keine Ahnung. Aber ich zeig dir die mal. Man kann dann nämlich aus diesem Move irgendwie reindashen. Und dann hast du ein Electric einfach auf Button. Die Musik hier ist geil. Die Stage ist allgemein sehr cool. Ja. Na, vielleicht ist Jinnen scharf für mich. Oh! Ah! Das sind natürlich auch gar nicht die Angriffsmuster. Round 3. Fight. Das ist nicht safe, das war. Da war der Electric. Ah, die Augen haben geleuchtet. Ja, man hat's gesehen. Au. Das war absehbar. Ja, ach so, direkt einfach mal DI. Ja? Ja. Boah, guter Damage. Why wait? Ei. Der ist schon geil. Hallo, hör auf meine. Nein! Da waren meine Devil-Augen wieder. Ich werde das doch rausfinden, wie das geht. Mit Devil-Augen rausgeprügelt hier. So, ich heile dich wieder. Kannst du noch eine Runde? Ich krieg schon raus, wie die Augen leuchten. Ach, kommt ja noch eine. Aber Yunus standardmäßig doch so viel hübscher aus. Ich finde die tatsächlich gar nicht hübsch. So vom Gesicht her ist kein schöner Charakter im Vergleich zu anderen. Oh oh. Und den scheiß Dive Kick, das kann doch auch nicht so schwer sein. So viele Buttons hat das Spiel doch überhaupt nicht. Das hat 100. Gibt's irgendein Fightspiel, wo es mehr Moves gibt als ein Tekken? Geh da jetzt mal durchs Glas. Boah. Nee, das überlebst. Komm, das trifft doch, das ja, trifft doch. Ja, ich wollte gerade sagen, das überlebe ich. Sehr gut. Auf mit dem. Au. Da waren meine Devil-Augen. Wie funktionieren die? Es muss ja das Dance sein. Bumm. Oh, wieso? Wieso trifft das bei dir am Anfang? Vorhin habe ich in die Luft gehauen, als die Runde anfing und ich so Rundenstart probiert habe. Oh, der ist auch sehr. Oh, ist der böse. Ah, jetzt wird gegamed. Zack, zack. Oh. Alter, diese schnellen Moves, die aber dann sofort einen so ready machen für irgendeine ewig lange Combo. Mann! Da willst du aber auch nicht, dass ich hier meine. Alter, die Reichweite! Ja! Ist ja übel! Lohnt sich das Game? Oh, ich glaube, Kazuya hat gut was abbekommen, weil einer gerade geschrieben hat, er ist Kazuya-Main. Ich glaube, Kazuya. Ah! Naja, ist halt Main-Character. Jetzt nur noch der Dive-Kick und ich bin am Zaubern. Was ist das? Was passiert jetzt? Das war. Oh.
Aber ich habe mit ihr ein ganz gutes Gefühl, dass ich, wenn ich nicht mehr die Hälfte der Sachen so aus dem Gefühl mache, sondern wirklich weiß, was ich tue, dann also ich könnte es gut werden. Ich glaube auch, dass da bei dir das, also der Chart sah schon ganz gut aus. Hm. Mach Jen bitte fertig. Aber sagt's ihr nicht? Was? Ich soll ihr nicht sagen, wenn ich sie fertig mache? Achso, ja, also dann kommt alles von dir. Nee, aber es hat mir wirklich enorm geholfen. Krass. Ja, vielen Dank. Gerne wieder. Ja, gerne wieder.